Iona Botgivanok, ich begrüße Sie heute zum dritten Teil meines Ungarischkurses für Anfänger. Das heutige Motto heißt Balaton Körösgyről. Die Laute sind ein wenig ungewohnt, das ist mir klar. Aber wir müssen uns daran gewöhnen, dass auch der Kiefer mitgeht. Und wir trainieren auch diese ungewohnten Laute zu sprechen. So, als wenn sie ganz normal wären. Körösgyről heißt nichts anderes als rundherum. Es wird uns in anderer Form im Verkehr begegnen, wenn wir Auto fahren. Dann gibt es einen Körösgyről. Körösgyről ist der beliebte Kreisverkehr. Am Balaton, das ist klar, da macht man Urlaub. Nyaralok. Ich mache hier Ferien. Nyaralok. Oder man sagt einfach Ferien. Das verstehen die Ungarn schon lange, denn der Balaton ist fest in deutscher Hand. Nyaralok. Ich mache Ferien. Wenn wir dieses Wort Nyaralok auseinandernehmen, dann haben wir die erste Silbe Nyar und die bezeichnet den Sommer. Ich bin im Sommer, heißt das dann, sinngemäß übersetzt, und das bedeutet einfach, im Sommer machen wir nichts, im Sommer machen wir Ferien. Nyaralok. Der deutsche Rentner ist dadurch gekennzeichnet, dass er Sandalen und kurze Hose trägt. Bei 38 Grad im Schatten, wenn man keinen Schatten hat, ist das die passende Bekleidung. Dass die Temperaturen am Balaton, vor allem die Wassertemperaturen, entscheidend sind für die Ungarn, ob die ins Wasser gehen oder nicht. Und dann entscheidet er sich, wie viel Celsius Fok hat das Wasser. Astranda, am Strand heißt das, ist natürlich kein Strand in unserem Sinne, denn das Südufer, das ich den Familien, Chalat, die Familie, Chalat, die Familie, Chaladom, meine Familie, wie ich also den Familien mit den kleinen Kindern, Kish Djerekek, kleine Kinder, empfehlen kann, dieses Ufer ist wegen des Wellenschlages mit Steinen befestigt. Aber ich habe hier eine Aufnahme, da sehen wir ein kleines Treppchen, das runterführt ins Wasser. Und das Der Boden des Balaton ist ganz mulchig, also man hat durch den Wellenschlag sowieso kein klares Wasser. Aber es ist relativ sauber. Es gibt sogar Schlangen da drin, Wasserschlangen. Aber haben Sie keine Angst, diese Schlangen tun Ihnen nichts. Ich habe beim ersten Mal Fotoaufnahmen von einer kleinen Schlange gemacht, die am Ufer einen Jungfisch erbeutet hat. Direkt am Uferrand, die kleine Schlange hat zugebissen und umschlingt jetzt den kleinen Fisch. Später habe ich noch Schlangen direkt im Wasser gesehen, ausgewachsene. Die schwammen paarweise. Und jedes Mal, wenn ich genauer hinschaute und um besser sehen zu können, aufstand, im Balaton kann man das nämlich, das geht also kilometerweit rein und man kann immer noch stehen. Am Nordufer ist das nicht an allen Stellen möglich. Dort sind nämlich die Yachthäfen. Aber wenn man dann aufsteht und so naturinteressiert ist wie ich, um genauer zu sehen, tauchen die ab und verschwinden. Die Schlangen meiden den Menschen.
Also dort, wo andere Menschen sind, können sie getrost hingehen. Sie können auch getrost durchs Schilf laufen, spielt gar keine Rolle. Ich habe bei all meinen Reisen nach Ungarn noch nie erlebt und auch nicht davon gehört, dass ein Mensch von einer Schlange gebissen worden wäre. Im südlichen Teil Europas, auf der Höhe der Adria. Ja, und was machen wir am Strand? Am Strand da, der Strand. Sonnenbaden oder Usik, schwimmen. Schwimmen ist natürlich möglich, wenn man tapfer genug ist, ein 2 Kilometer weit rauszugehen. Wenn Sie das gerne möchten, unterwegs sind auch Bänke, die stehen im Wasser auf hohen Stelzen. Hier wieder ein Foto davon. Dort können Sie sich ausruhen. Das ist meistens ein Platz für Angler. Das ist ideal für Familien mit kleinen Kindern, die also im knietiefen Wasser vorne an ohne weiteres spielen können. Und ich habe auch eine Bucht gesehen, schilfbesäumt. War wundervoll anzusehen. Etwa 2 Dutzend Krüllbelüll, ungefähr. Krüllbelüll heißt ungefähr, in etwa. 2 Dutzend junge Muttis mit ihren Babys in diesem schilfumsäumten, ja, Teich des Balatons. Da war also noch ein kleiner Teich, der war vielleicht knöcheltief und wenn man diesen Schilfgürtel durchschritt, dann wurde das Wasser natürlich tiefer, aber in dieser kleinen Bucht, dort waren diese jungen Muttis mit ihren Babys und das waren wirklich Babys, die gerade sitzen, eventuell krabbeln konnten. Und wie die da in diesem Wasser rumpatschten, das war herrlich. Ein wundervoller, paradiesischer Anblick. Wer auf Meeraktivitäten steht am Balaton, der kann natürlich Lapdazik. Er kann Fußball spielen. Die persönlichen Fürwörter im Deutschen sind ja bekanntermaßen ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie. Das wären also 8. Und die germanische und romanische Grammatik kann man also so ohne weiteres nicht übertragen auf die ungarische Sprache. Sie hat Sonderformen. Zum Beispiel er, sie, es wird einfach zusammengefasst zu einem. Ich heißt en, du heißt ti, er, sie, es heißt ö. Dann kommt die Mehrzahl, lautet dann mi für wir, ti für ihr. Und ök für sie. Das Schöne am Ungarischen ist natürlich immer, dass es Ausnahmen gibt. Und hier haben wir sowohl für das Ö haben wir eine Höflichkeitsform, das Ön, als auch für das Ök. Dann heißt es Önök. Also wenn er, sie, es angesprochen werden soll mit Ö und Sie wollen die höfliche Form benutzen, sagen Sie Ön. Das ist Einzahl, Sie jemandem gegenüberstehen und Ön sagen. Und wenn Sie mehreren gegenüberstehen, dann sagen Sie Önök für Sie. Dann haben wir wieder 8 Formen, was die Sache aber nicht leichter macht. Anap, die Sonne. Dieses Wort bedeutet, und das scheint mir einzigartig zu sein, auch gleichzeitig der Tag.
anab die Sonne, anab der Tag. Und das ist bezeichnend für diese Sprache, denn mit über 2000 Sonnenstunden im Jahr hat Ungarn statistisch gesehen jeden Tag irgendwelche Sonnenstunden, bis hin zu 10, 12, 14 im Sommer. Und das ist natürlich ganz anders als hier im norddeutschen Raum. Da könnte man Tag und Regen zusammen mit einem Begriff benennen, denn wir haben bis zu 200 Tage im Jahr, an bis zu 200 Tagen im Jahr Regen. Und der Regen heißt Eschö. Eschö, der Regen. Und der ist so selten, dass man dieses Wort kaum benutzt. Melek heißt warm und Hidek heißt kalt. Wenn Sie also jemand fragt, Hidek, ist es kalt? Im Wasser können Sie getrost antworten, Nem, Hidek, Melek. Nicht kalt, es ist warm. Und man sieht auch alle Omas, Opas, sieht man, die mit Gummitieren für ihre Kinder und Enkelkinder dann ins Wasser gehen. Es ist jedes Mal ein Familienausflug ins Wasser. Wundervoll anzusehen. Und die Südseite ist, wie gesagt, für die Familien, für Cholat, das schönste Erlebnis überhaupt. Wer Diskotheken mag, der geht nach Schiofok, oder wer ein noch dickeres Portemonnaie hat, nach Balatonfürdő. Dort finden immer wieder Aktivitäten statt und natürlich Schönheitswettbewerbe. Die werden rund um den Balaton gemacht, aber auch im Land selber. Miss Alföld, Miss Kisföld. Damit haben wir die große. Alföld ist die große ungarische Tiefebene. Kisföld die kleine ungarische Tiefebene. Miss Budapest und, und. Und nicht umsonst stehen die Ungarinnen in den Schönheitskonkurrenzen meistens an zweiter Stelle. Auto Mühe ist die Autowerkstatt. Motor Mühe ist die Motorradwerkstatt. Da finden wir in Ungarn aber wenige nur. Ich habe selbst in Veszprém habe ich eine Motor Mühe gefunden. Und die haben sehr gute Arbeit geleistet. Obwohl es eine sagenhafte Schrauberbude ist. Aber das, was sie gemacht haben, funktioniert heute noch. Bei den Autofahrern, wenn das Auto kaputt ist, dann sagt man Auto defektes. Scheinalom. Leider. Und im besten Falle sagt dann der Tankwart, Lämmerölt aus Akkumulator. Die Batterie ist leer. Lämmerölt ist leer. Akkumulator ist die Batterie. Wenn man telefoniert, dann kann man am Telefon, wenn man hört, der Hörer wird abgenommen, dann sagt man Hello, Jonapot Kivanok, It Schmidt Peter. Also hier ist Peter Schmidt und dann fragt man Ott Ki Bissel. Wer spricht dort? Ott Ki Bissel. Dort, wer spricht, ist die wörtliche Übersetzung.
Dann bekommt man natürlich die gleiche Antwort und dann kann man fragen, Hodjok, wie geht es Ihnen? Jol Wodjok, Küssenem oder Küssenem Jol Wodjok. Danke, mir geht es gut. Ich te ist dann die andere Frage, die Rückfrage. Ich te heißt und du? Ich ist das und. Das hört man natürlich immer wieder und sollte man sich auch gut merken. En ich jol wodjok. En ich jol wodjok. Ich auch gut sein. Das heißt, mir geht es auch gut. Zum Abschluss der heutigen Lektion möchte ich noch einmal darauf hinweisen, wie wichtig es ist, selbst zu sprechen. Und dazu brauchen wir zwei schöne Sätze. Der eine heißt Es hodj mujak mujerul. Es hodj mujak mujerul heißt, wie heißt das auf Ungarisch? Fragen Sie immer wieder danach, nur so lernt man. Und das andere ist natürlich, wenn wir etwas nicht verstanden haben, dann sagen wir Teschik. Bisil Laschaban Kerek. Das ist die Kurzform und das heißt, sprich langsam, bitte ich darum. Bisil Laschaban Kerek oder Bisil Laschaban Kereschen. Nur so können wir wirklich lernen. Und nur so bleibt es auch wirklich im Gedächtnis haften. Und es ist immer wieder eine Freude zu sehen, jede Sprache, egal wie stümperhaft man die auch spricht, öffnet uns ein neues Tor zu einer neuen Welt. Lernen Sie am besten, indem Sie nachfragen. Es hodj mundjak mudjerul. Teschik, Bisil Loschabon Kerek. Und ich verabschiede mich nicht mit Vison, das ist die übliche Form und heißt auf Wiedersehen, sondern mit dem normalen, mit der Kurzform, die heißt Wieslat.